Herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial, dieses Mal zum schönen Thema Shell-Akkorde bzw. Shell-Akkord-Voicings. Tja, Shell-Akkorde, was bedeutet das denn überhaupt? Ich habe mal ein englisches Wörterbuch in die Hand genommen und das Wörtchen Shell nachgeschlagen. Dort gibt es zahlreiche Einträge, unter anderem Shell bedeutet die Außenhaut, die Muschel, die Schale oder das Gerippe. Als Verb to shell, enthülsen, auskernen, schälen. Okay, Shell-Akkorde sind also scheinbar Akkorde, die geschält wurden, die ausgekernt wurden, bis nur noch das Gerippe vorhanden ist. Tja, und was ist denn das Gerippe eines Akkordes? Wie ihr ja wahrscheinlich wisst, besteht ein Akkord normalerweise aus mindestens drei Tönen. Dem ersten Ton, dem Grundton, dem dritten Ton, der Terz und dem fünften Ton, der Quinte. Dann kann man noch sogenannte Optionstöne hinzufügen, also den siebten Ton, den neunten, den elften und den dreizehnten. Um dieses Tutorial zu verstehen, solltet ihr wissen, wie Akkorde aufgebaut sind und wie das Ganze mit diesen Septakkorden funktioniert. Falls ihr da noch Klärungsbedarf habt, seht euch bitte meine entsprechenden Tutorials an. Okay, was ist denn nun das Gerippe, das absolut Wesentliche eines jeden Akkordes? Um als vollständig und eindeutig wahrgenommen zu werden, braucht ein Akkord im Grunde nur drei Töne, nämlich den Grundton, die Terz und die Septime. Quinten kann man bei Dur- und Mollakkorden getrost weglassen. Anders sieht es natürlich bei verminderten oder übermäßigen Akkorden aus, die sich ja entweder durch die verminderte Quint oder die übermäßige Quint definieren. Aber in diesem Tutorial soll es jetzt nur um Dur- und Mollakkorde gehen. Betrachten wir zum Beispiel mal einen G7-Akkord, den ihr ja vermutlich als Lagerfeuerakkord so kennt. Wir haben hier einen riesigen Klang aus sechs schwingenden Saiten, vier verschiedenen Tönen, zweimal den Ton G, zweimal den Ton H, einmal den Ton D und einmal den Ton F. Das ist oftmals super, wenn ihr möglichst viel Lautstärke braucht, wenn ihr alleine spielt und den Klangraum ausfüllen wollt. Es gibt aber auch Situationen, wo ein derartiger Lagerfeuerakkord einfach zu viel ist, zu viel Platz einnimmt, beziehungsweise zu wenig Raum für die anderen Spieler lässt. Und hier kommt jetzt der Einsatzbereich von diesen Shell-Akkorden. Ich werde jetzt mal diesen G7-Akkord auf eben diese drei Töne reduzieren. Wir benötigen also den Grundton, das G. Okay. Jetzt kommt der Ton H, also der dritte Ton, die Terz. Und jetzt fehlt tatsächlich nur noch ein Ton, nämlich die Septime, das F. Fertig ist der komplette G7-Akkord. Im Vergleich zu dem großen Lagerfeuer-Akkord ihr merkt, im Grunde ist es der gleiche Akkord, nur einmal sehr aufgeräumt und einmal sehr offen und groß. Das heißt natürlich nicht, dass eine Variante besser oder schlechter ist.
je nach Situation muss man entweder wenig spielen oder viel spielen. Jetzt können wir die Anordnung der Töne noch verändern. Wir hatten ja gerade eben den Grundton, den dritten Ton, die Terz, und den siebten Ton, die Septime. Ich bezeichne diesen Grifftyp als 1-3-7 Anordnung. Also erster Ton, dritter Ton und siebter Ton. Sehr häufig tauchen diese Shell-Akkorde auch in folgender Anordnung auf. Erster Ton, dann kommt gleich der siebte Ton und dann kommt der dritte Ton ganz oben drauf. Also anstelle von dem tiefen H nehme ich das hohe H. Grundton und Septime bleiben gleich. Das wäre dann konsequenterweise die 1-7-3 Anordnung. Also 1-7-3 Anordnung oder 1-3-7. 1-3-7 oder 1-7-3. Ich möchte euch jetzt die drei wichtigsten Akkordgruppen vorstellen. Und zwar jeweils mit dem Grundton auf der E6-Seite, auf der A5-Seite und auf der D4-Seite. Die Grifftypen sind allesamt verschiebbar und ihr müsst in der Praxis nur euren Grundton auf die entsprechende Stelle schieben. Die drei Akkordfamilien, die wir betrachten, sind erstens Dur-Akkorde mit großer Septime, also die sogenannten Major-Sept-Akkorde. Dann Dur-Akkorde mit kleiner Septime, die man ja Dominant-Sept-Akkorde nennt. Und dann noch die Moll-Akkorde mit kleiner Septime, also die Moll-Sept-Akkorde. Und natürlich jeweils in 1-3-7 und dann in 1-7-3 Anordnung. Okay, los geht's mit den Griffen für die E6-Seite. Ich werde als Beispiel den Ton G nehmen. Die Griffe könnt ihr dann, wie gesagt, überall hin verschieben. Also meinetwegen zum Ass im vierten Bund, zum Fis im zweiten Bund und so weiter. Beginnen wir mit der ersten Familie, den Dur-Akkorden mit großer Septime, also den Major-Sept-Akkorden. Auf G sieht er folgendermaßen aus. G, H, Fis. Um aus dem G-Major-7 einen G-7, also mit kleiner Septime zu machen, müssen wir lediglich einen Ton verändern. Sieht dann folgendermaßen aus. Und um dann noch zum Moll-7-Akkord zu gelangen, muss auch wieder nur ein Ton verändert werden. Das H wird zum B. Also, Major-7, Dominant 7, Moll 7. Jetzt die gleichen drei Griffe in der 1-7-3 Anordnung. G Major 7. Erster Ton, siebter Ton, dritter Ton, Terz. G Dominant 7. Und G Moll 7. Major 7, Dominant 7, Moll 7. Ihr seht also, die Grifftypen sind im Grunde kinderleicht und liegen ganz dicht beieinander.
Es sollte also kein großer Übungsaufwand sein, diese neuen Griffe einzustudieren. Machen wir weiter mit dem Grundton auf der A5-Saite. Ich nehme als Beispiel den Ton C her. Wir beginnen wieder mit der 1-3-7 Anordnung. C Major 7. C7. Und C-Moll-7. C-Major-7. C-Dominant-7. C-Moll-7. Dann das Ganze wieder in der 1-7-3-Anordnung. C-Major-7. C Dominant 7, C Moll 7, Major 7, Dominant 7, Moll 7. Prima! Und jetzt fehlt nur noch der Grundton auf der D4-Seite. Ich nehme als Beispiel den Ton F. Wir beginnen wieder mit Dur Major 7. Dur 7, also Dominant 7. Und Moll 7. Dann wieder in 1-7-3 Anordnung, Major 7, Dominant 7 und Moll 7. Okay, das waren jetzt also die wichtigsten Grifftypen für diese Shell-Akkorde. Sollte ja eigentlich kein großes Problem darstellen. Wenn ihr zum Beispiel mal an Barré-Griffe denkt. Das war schon ein anderer Brocken damals. Aber warum braucht man diese Dinger jetzt? Meiner Meinung nach gibt es drei Einsatzgebiete, die man mit Shell-Akkord-Voicings prima abdecken kann. Das erste Beispiel wäre, man kann komplizierte Akkordfolgen zumindest als erster Schritt prima und gut klingend mit diesen Shell-Akkorden spielen. Angenommen, ihr habt ein Leadsheet vor euch liegen mit komplizierten 7, 9, 11, 13er Akkorden, wisst wahrscheinlich nicht alle Griffe ohne groß nachzuschlagen, wollt das Stück oder muss das Stück aber trotzdem jetzt sofort spielen. Und das geht dann wunderbar mit diesen Shell-Akkorden. Anstatt 7, 9, 11 spielt er einfach den 7er. Und es wird trotzdem gut klingen. Im Intro hatte ich beispielsweise die Akkordfolge A-Moll 7, D-Moll 7, G7, C-Major 7, F-Major 7, H-Moll 7, B5 und E7. Sich wieder zum A-Moll auflöst. Also eine Standard-Klischee-Akkordfolge. Angenommen, ich wüsste jetzt nicht, wie diese großen Grifftypen alle funktionieren, kann ich eben diese Dreiton-Voicings verwenden. A-Moll 7 oder klingt schön und ist wirklich einfach zu greifen. Immer nur drei Finger. Also, das wäre der erste Einsatzzweck.
komplizierte Akkordfolgen vereinfacht darstellen. Ausarbeiten kann man es dann freilich immer noch. Der zweite große Vorteil dieser Grifftypen ist, dass sie sich wunderbar erweitern lassen. Kennt ihr einmal sicher den Kern eines Akkordes, macht es euch auch weniger Probleme, zusätzlich einen anderen Ton hinzuzufügen. Wenn ich beispielsweise den G7-Akkord so in der Hand habe, kann ich ohne Probleme mit dem kleinen Finger dann die 13 drauflegen. Macht keinen großen Unterschied mehr und ist leicht zu greifen. Oder ich habe den C7-Akkord hier und kann wieder mit dem kleinen Finger die 9 oben drauflegen. Habe meinen C7-9-Akkord. Inklusive sämtlicher Alterationen, also Kreuz 9, 9, B9. Aber das ist ein anderes Thema. Also, zweiter Vorteil, lassen sich wunderbar erweitern und ihr könnt gezielt euer Akkordrepertoire ausbauen. Und dann natürlich der dritte Vorteil, durch die leichte Greifbarkeit dieser Akkorde habt ihr genug Zeit und Freiraum, um mit den restlichen Fingern zum Beispiel eine Basslinie zu spielen. Ich nehme wieder die Akkorde von dem vorigen Beispiel. A-Moll 7 und D7. Will ich das Ganze jetzt mit einem Walking Bass kombinieren, also zum Beispiel so, dann noch zusätzlich einen Akkord einbauen, ist es relativ schwierig, einen so großen Akkord zu verwenden. Mit den Shell-Akkord-Voicings klappt es wieder ganz einfach. Und so weiter. Aber auch zu diesem Thema wird es ein extra Tutorial geben. Hier geht es jetzt wirklich nur darum, dass ihr diese Grifftypen kennenlernt und in euer Übungsprogramm integriert, auf dem Griffbrett hin und her verschiebt und verstanden habt. Okay, und das war's auch schon wieder zu dem kleinen, aber feinen Thema Shell-Akkorde bzw. Shell-Akkord-Voicings. Ich muss zugeben, leider weiß ich nicht, ob es einen deutschen Fachbegriff für diese Akkorde gibt. Ich habe versucht zu recherchieren, aber habe nichts gefunden. Falls ihr vielleicht wisst, wie man diese Akkorde in der deutschen Harmonielehre bezeichnet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über eure Likes und natürlich ganz besonders, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.